Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier und heute will ich euch zeigen, wie ihr das machen könnt, wie ihr in Mario Odyssey fliegen könnt, wie ihr God Mode aktivieren könnt, also sprich mit Überschallgeschwindigkeit und Unverwundbarkeit und natürlich erhöhter Gravitation durch die Welten von Mario Odyssey springen könnt. Und es ist gar nicht so schwer durchzuführen. Ich werde euch gleich Schritt für Schritt zeigen, wie ihr das machen könnt und es ist wirklich nicht so schlimm. Vorher sei gesagt, ihr werdet damit eure Switch, eure Nintendo Switch manipulieren und es besteht immer die Option, die Möglichkeit, dass Nintendo das irgendwie erkennt und eure Switch dann bannt, Leute. Ein bisschen Risiko ist dabei, deswegen als allerersten Schritt, bevor ich euch sogar noch sage, was ihr dafür braucht, ist das Internet von eurer Switch auszustellen. Das habe ich auch gemacht, weil Leute, wenn ihr wie ein Gott bei Mario Odyssey rumrennt und dann Luigi's Balloon World spielt, ist klar, das ist Cheaten, Leute, und das wird Nintendo bestrafen. Deswegen immer vom Internet getrennt sein. Ich zeige euch hier gerade, wie ihr das macht. Einfach ganz easy trennen einfach. Denn kann dabei nicht viel passieren. Solltet ihr noch ein bisschen jünger sein, fragt eure Eltern erstmal, dass sie sich das Video hier reinziehen und danach könnt ihr dann entscheiden, ob ihr das immer noch machen wollt. Genug mit der Warnung, Leute, lasst uns beginnen. Ihr braucht erstmal ein PC oder ein Laptop mit Windows. Es geht auch auf Mac, aber ich zeige euch heute, wie es auf Windows geht. Dann braucht ihr eine Micro-SD-Karte für eure Nintendo Switch, die ihr hinten dort in den Micro-SD-Kartenschlitz gleich erstmal reintut. Aber ihr bräuchtet auch noch einen Adapter, wo ihr die Micro-SD-Karte an den PC oder den Laptop anschließen könnt. Als letztes braucht ihr dann noch das Ladekabel vom Pro-Controller oder halt ein anderes USB-A zu USB-C-Kabel, die es in jedem Elektrohandel eigentlich gibt. Könnt ihr euch einfach kaufen, gibt es glaube ich für unter 10 Euro. USB-A zu USB-C-Kabel heißt das. Und noch einen kleinen Fetzen Alufolie. Leute, braucht ihr ja Alufolie, richtig gehört, das zeige ich euch gleich. So, als allererstes starten wir hier auf dem PC, auf dem Desktop. Dort macht ihr euch erstmal einen Ordner, den nennt ihr, wie ihr wollt, ich nenne ihn mal Mario Odyssey Hacks. So nennen wir den. Dann habe ich euch zwei Links in die Videobeschreibung gepackt, die ihr öffnet. Und zwar ganz oben in der Videobeschreibung. Dort ladet ihr den einen dann runter, einfach Rechtsklick runterladen und den anderen auch. Wenn ihr dies getan habt, packt ihr die einfach in den Ordner erstmal rein. Und entpackt diese Ordner dann hier. Einfach entweder mit 7-Zip oder WinRAR. Einfach hier entpacken. So, dann solltet ihr drei Ordner auf dem PC haben. Drei Ordner. Dann packt ihr von der Nintendo Switch die Micro-SD-Karte, die ihr einmal in die Switch getan haben müsst. Packt ihr dann raus in euren Adapter und dann in den Computer. Es sollte dann nur ein Ordner existieren auf der SD-Karte, der Nintendo heißt. So, in dem Ordner SD-Karte, den ihr ja neu habt, den öffnet ihr einmal und alle werden kopiert, alle Dateien und werden einmal mit Links, Click, Drag and Drop rübergezogen auf die SD-Karte. Zack. So, erster Schritt getan. Das ist der Mod, das ist der God-Mode, der jetzt auf der SD-Karte schon drauf ist. Das war's auch schon mit der SD-Karte. Ihr könnt die jetzt wieder raustun aus dem Computer, rein in die Nintendo Switch. Das ist durch. Und jetzt wird's tricky, liebe Leute. Jetzt zeige ich euch was wirklich, ich will nicht sagen, das Schwerste an dieser ganzen Sache ist, aber das hat mich am längsten aufgehalten. Und zwar müsst ihr erstmal eure Nintendo Switch komplett ausschalten. Das macht ihr einfach, wenn ihr oben den Knopf gedrückt haltet, den Ausknopf. Und dann auf Power-Option ausschalten. Jetzt ist die Nintendo Switch komplett aus. Und das muss sie auch sein. Jetzt entfernt ihr noch den linken Joy-Con und den rechten auch erstmal. Wenn ihr das getan habt, Leute, nehmt ihr euch eure Alufolie und reißt wirklich nur eine ganz kleine Ecke ab. Also ich würde jetzt hier so eine kleine Ecke nehmen, würde ich mir aufreißen, so eine kleine Ecke. Und dann, Leute, ich habe es schon vorbereitet, meine Hände sind vom Training ein bisschen kaputt, aber... Also es sollte ungefähr so aussehen, dass es so ein kleiner Bogen ist. Es ist wirklich ganz klein, Leute. Und ich zeige euch jetzt auch, was ihr damit genau macht. Diesen Schnipsel klemmt ihr nämlich genau wie ich jetzt hier. An diese Stelle des rechten Joy-Cons, er ist jetzt verkehrt rum, der Joy-Con, ihr seht's. Und dort ist ja der Kontakt letztendlich, der unten in die Switch reingeht. Und dort an der rechten Stelle, so wie ich sie eingesetzt habe, an der rechten Stelle klemmt ihr die Alufolie rein. Und jetzt müsst ihr ganz vorsichtig den Joy-Con so, dass es so bleibt. Die Alufolie muss so bleiben, Leute. Fragt mich nicht, warum. Ich kann es euch gleich erklären. Ganz vorsichtig schlitze ich den da so rein jetzt. Ob es geklappt hat, das sehen wir jetzt. Und zwar, wenn ihr jetzt nämlich Plus drückt, plus den Power-Button gleichzeitig und die Switch nicht angeht, dann habt ihr es geschafft. Dann ist die Switch im RCM-Mode, so wird das genannt. Und diesen Modus brauchen wir. Und ich werde sie jetzt gleichzeitig drücken. Voila, es hat geklappt. Sie ist nicht angegangen, Leute. Und jetzt erstmal zurück auf den PC. Jetzt geht ihr nämlich erstmal wieder in diesen Ordner, den ihr selbst erstellt habt, unter Nintendo Switch APX-Mode. Und dort Install Driver. Den drückt ihr erstmal an. Installiert kurz den Gedöns hier. So, das braucht ihr nämlich.
Ja, eure Switch ist jetzt nämlich gerade im RCM-Modus. Wir haben es ja gerade angemacht zusammen mit der Alufolie. Und jetzt braucht ihr das USB-Kabel, denn jetzt schließen wir die Switch an den Computer an, während sie jetzt gerade in diesem komischen Alufolien-RCM-Modus ist. Die Switch ist jetzt angeschlossen am PC und ihr hört das ja auch an einem Computer, dass ein Geräusch kommt, dass was angeschlossen wurde, aber auf der Switch ist, sieht man nichts, Leute. Das soll so sein. Jetzt geht ihr auf diesen Ordner RCM-Payload. Dort zieht ihr die Payload.bin, also die Datei Drag-and-Drop auf x64 Tegra RCM Smash. Dort zieht ihr das rein und jetzt seht ihr auf der Switch, was passiert. Und zwar öffnet sich hier ein Menü. Ein komisches Menü, was man gar nicht kennt, so als Nintendo-Nutzer. Was macht ihr jetzt damit, Leute? Ganz easy. Mit Plus und Minus könnt ihr hoch und runter gehen in diesem Menü. Ihr seht es hier, Plus, Minus. Aber ihr seid schon ganz oben auf Launch Firmware und ihr bestätigt mit dem Anknopf, also mit dem Power-Button. Und dort drücken wir jetzt auch mal rauf. Zack. Wenn eure SD-Karte nicht funktionieren sollte, kommt ihr jetzt in dieses Menü gar nicht mehr rein. Und jetzt geht ihr runter auf CFW, das bedeutet Custom Firmware. Und dort geht ihr einmal runter mit Minus und drückt dann noch einmal den Power-Button. Zack. Voila. Die Switch geht aus magischen Gründen irgendwie an. Hoffen wir mal. Und jetzt geht sie an, Leute. Jetzt könnt ihr nämlich auch das Kabel mehr oder weniger rausziehen. Jetzt könnt ihr auch die Alufolie wieder entfernen. Die meistens dann da unten drin hängt, die müsst ihr dann erstmal rausholen. Wenn ihr sie rausgeholt habt, könnt ihr einfach die Joy-Cons wieder reinsetzen. Joy-Cons sind wieder drin. So, Leute. Und jetzt kommt die Magie. Ich werde das jetzt gleich hier zeigen. Nehmen wir mal meinen Account. Einfach Mario Odyssey starten. Mario Odyssey solltet ihr davor auch schon drin haben, natürlich in der Switch. Ihr seht es jetzt gerade. Ich habe es jetzt gerade einfach gestartet. So, und jetzt gehe ich einfach aufs Spiel fortsetzen. Ihr könnt jetzt auch einen beliebigen Spielstand laden. Ihr könnt sogar einen neuen Spielstand aufmachen. Aber egal. Wir gehen einfach mal auf meinen Spielstand, den ich zuletzt auf hatte. Einfach so, Leute. Und bis jetzt ist ja noch alles normal. Aber ihr seht. Oh, oh, oh. Und schon tot, Leute, weil ich zu schnell bin. Es funktioniert, es hat funktioniert. Ja, es funktioniert so gut, dass Mario nicht mal stirbt, wenn er irgendwo runterfällt, Leute. Aber das ist ein anderes Thema. Es hat funktioniert, darum geht's, Leute. Solltet ihr Fragen haben, in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten, Leute. Und es ist wirklich ein leichtes Tutorial. Es ist wirklich nicht so schwer. Versucht es einfach mal. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.